so ähnliche Aufgaben und scheinbar doch so unterschiedlich. Nein, es geht ja schon gut los. Damn it. So werden wir nicht reich. Let's go. Ich bin zu roguish. Nee, das wollte ich nicht sagen. Zu draufgängerisch wollte ich sagen. Ich muss echt besser aufpassen. Die Heuschrecken sind gefährlich. Na gut, das war jetzt gleich mal ein ziemlich mieser Start, aber die Kurve kriegen wir noch. Let's go. Gut, die Heuschrecke unten hätte uns das jetzt ganz schön vermiesen können. Aber zum Glück hatten wir Glück. Na, jetzt komm. Jetzt hängt die wieder irgendwo am Eck. Schade, dass das ab und zu passieren kann mit diesen Ecken. Weil das ist manchmal echt gemein. Die Maus geht voll ab, ey. Ah, Maus. Ja, danke. Yes. Ich verstehe, wenn ich die betäube, kann ich die viel, viel schneller ansaugen. Das ist gut zu wissen. Da machen die Granaten jetzt gleich viel mehr Sinn. Nicht nur für Skorpione. Was die Powerpille macht, verstehe ich irgendwie gar nicht, ehrlich gesagt. Perfekt. Perfekt. Ist uns schön reingelaufen. Glück gehabt. Yes. 28.000. Na, das ist doch schön. Und jetzt kommt die... Jetzt kommt das Level. Ah. Solange man noch den Stufe 1 Staubsauger hat, ist das echt mies, weil man so nah an die Viecher ran muss. An die Skorpione und Zeugs. Aber gerade läuft es echt gut. Ich glaube, hier parke ich noch ein bisschen. Ne, jetzt gehen wir mal weiter und holen uns hier mal das Upgrade. Dammit. Ich dachte, ich muss ein bisschen weiter, ne, besser in Position gehen. Und schon war ich tot. Aber ist nicht schlimm. Ein Level, ein Leben, meine ich. Kann man schon mal verlieren. Alles gut. Oh, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Wie gemein. Dich habe ich auch nicht kommen sehen, Kater. Hallo. Wie gemein. Ja, Katerchen. Lass mich mal kurz hier... Oh, Hilfe! Hallöchen. Ist schon gut, Kater. Ich muss hier schnell Heuschrecken einsaugen, bitte. Kater, come on.
Oh nein, oh Gott. Läuft's noch? Er hat sich auf die Maus gesetzt. Läuft der Stream noch? Ja, ich glaube schon. Er hat nur das Fenster minimiert. Kotter, bitte. Ich muss hier auf Zeit. Es ist hier kein Spaß. Gut, Hauptsache ich bin noch da. Wenn jetzt die Maus hochkommt, wäre es echt gemein. Auch Glück gehabt. Okay, sehr gut. Da waren es nur noch drei, vier meine ich. Der Stufe 3 Sauger hat schon Reichweite. Ich dachte schon, der trifft mich. Das wäre gemein gewesen. Ach komm schon, Spiel. Das ist wirklich jetzt total gemein wieder. Guckt, mit diesen blöden Metallträgern. Wer hat denn das bitte getestet, das Spiel? Niemand offensichtlich. Niemand. Hat hier anständig Beta getestet. Sonst wäre sowas nicht passiert. Was die Pille macht, weiß ich immer noch nicht. Mehr Zeit! Ah. Guck, das ist doch doof. Aber gut, jetzt hat's geklappt. Puschelkater, du hast mir mindestens ein Leben gekostet. Aber du hast ja 9. Kannst du mir dann eins leihen? 31.000, was sagst du dazu? Gerne, ha? Huh? Puschelkater, er hat so ein weiches, wolliges Fell. Er ist garantiert, auch wenn er so aussieht optisch, keine reinrassige European Kurzhaarkatze. Weil er hat wirklich so ein dickes Luchsfell, so ein ganz, ganz dichtes. Naja, wie eine Wildkatze, hm? Gannon. Und witzigerweise haben wir ihn eben Gannon genannt, weil unsere anderen beiden Katzen Link und Zelda heißen. Aber was wir noch nicht ahnen konnten, als er noch ein Kätzchen war, ist, dass er riesig geworden ist. Im Vergleich zu den anderen beiden vor allem, weil die recht klein sind. Und das passt ganz schön. Und er ärgert die anderen beiden auch immer. Der Ganondorf. Ganondorf Dragmire heißt er mit vollem Namen. Aber ihr dürft ihn Gen nennen. Komm, Ganondorf Dragmire, du musst jetzt mal wieder vom Tisch. Komm mal her. Sadala. Okay. Blöd, dass wir hier auf dem Bildschirm unser Budget gar nicht sehen. Das würde mich jetzt interessieren, wie viel Geld wir haben. Spielen wir noch einmal den Coconut Grabber. Und dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Wenn es dann, sagen wir, wenigstens mehr als 250.000 sind, dann holen wir uns die letzten 50.000 auch noch. Ansonsten machen wir dann den nächsten Rangkampf. Jump, Kick, Dash. Genau, okay. Das war gerade echt gemein. Dammit, ich hatte so fest vor, dass wir hier ein perfektes Spiel schaffen. Das hat bestimmt einiges an Bonusgeld gebracht. Aber die letzte Nuss haben wir nicht bekommen. Ist vom Korb, vom Rand abgeprallt. Schade. Hätte bestimmt einen ordentlichen Bonus gebracht. Naja. Hm.
Dammit, das gibt's nicht. Ah. Oh, okay. Schade. Ist schon wurscht. Ach komm schon, Spiel. Das ist ein bisschen mies. Und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass die hier in so einem blöden Winkel runterfallen. Wirklich gemein. Vorsicht. Oh, Mist, das habe ich vermasselt. Ich dachte, die fallen genauso wie die anderen. Puh, das ist aber schon mies. Okay, immerhin. Immerhin. Jetzt noch nicht so lukrativ hier, das Kokosnussspiel für uns. Mal schauen, ob das noch besser wird. Mist, so nicht. Warum kann ich die nicht aufheben, wenn sie mal auf den Boden gefallen sind? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Na gut, ich meine, das sind ziemlich große Kokosnüsse. Wenn die mal liegen, dann liegen die wahrscheinlich. Ich meine, warum kann er dann 100 davon in seinem Korb am Rücken rumtragen? Man weiß es nicht, aber irgendwie so wird es schon sein. Ah, hätte ich mich nur nicht umgedreht. Ich wäre gut gestanden. Na. Habt ihr das gesehen? Wie soll ich denn die Nuss kriegen? Oh, na gut, die hätte ich kriegen können. Yes. Das war die Exit-Nuss. Ja, so richtig reich werden wir mit den Kokosnüssen leider nicht. Oh nein, die war drin, meiner Meinung nach. Aber sowas von. Das ist eine Unverschämtheit. Ich werde mich beim Kokosnussminister beschweren. So geht das nicht. Die ist durch meinen Korb geglitscht. Wenn das Monsieur Coconutti erfährt. Der Premierminister von Kokonussien. Dann Hagels Kopf Kokosnüsse. Oh, come on. Nein. Blöd getimed. Ja. Ich vergesse immer, dass es eine Sprungtaste gibt. Das würde manchmal helfen. Ah ja, aber das ist jetzt schon besser. Na, aber insgesamt war das jetzt nicht der Renner. Leider. Jetzt gucke ich trotzdem mal in den Workshop, wie viel Kohle wir haben. Ja. What's up, Otaku? Oh, da fehlt noch einiges leider. Dann machen wir jetzt den nächsten Kampf. Hey, Abraxe, vielen Dank. Super cool von dir. Dankeschön. Freut mich sehr. Gute Nacht. Mach's gut. Schlaf gut.
lang haben wir eh nicht mehr. Die Zeit vergeht, Mensch. Wenn man Spaß hat. Da machen wir jetzt nämlich den nächsten Boss noch. Und dann ist für heute, glaube ich, eh Schluss. Je nachdem, wie lange der dauert. Aber wahrscheinlich dürfte das ganz gut hinkommen. Ranking Battle. Diese Transitions finde ich schon auch irgendwie schön gemacht. Dunkler, böser Wald. Moment, sind wir nicht irgendwie zu einer Brücke gefahren? Sind wir nicht gerade unter eine Brücke gegangen? Und jetzt ist unter der Brücke plötzlich Wald? Habe ich was nicht mitgekriegt? Ah, oder waren das diese Dimensionen, diese Dimensionsportale, die in eine andere Welt führen? Von denen vorher die Rede war? Vielleicht. Au. Das Spiel ist so gut, wirklich jetzt. Also es macht auch wirklich Spaß. Das ist auch wirklich einfach in jeder Hinsicht besser als der Vorgänger. Und den mochte ich schon gerne. Es ist wirklich toll. Ich freue mich, dass ich das jetzt hier im Rahmen der Let's Plays mit euch erleben und spielen kann. Der Streams. Ist ja das gleiche irgendwie. Wie auch immer das mit zwei Schnitten in 1000 kleine Bröckchen zerschnüppelt hat. Na, warum ist er denn plötzlich unsterblich? Oh yeah, jetzt geht's los hier. Ja, der war ganz schön robust. Jetzt nicht mehr. Die Dialoge, die in den Kämpfen so zufällig entstehen, sind auch super, oder? Wie war das gerade? Bastard Mama Asshole. Okay. What? Guay. Guay. Ich habe den ersten Teil nur teilweise schauen können, aber das landet alles auf YouTube. Das kann wahrscheinlich noch bis... möglicherweise bis Februar dauern, ich bin mir nicht ganz sicher, oder zumindest Januar auf jeden Fall. Aber das landet alles auch auf YouTube, da kann man das dann alles nachholen. Ich glaube eher so Januar, Mitte Januar wird's. Ah, falsche Taste gedrückt, dammit. Ha, ich wollte den Turbo-Modus aktivieren. Hat gerade irgendwie nicht funktioniert, leider. Ich dachte, der Tiger wäre schon so weit, aber scheinbar nicht. Ah, auch nicht schlecht. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ich glaube, es sind einfach alle gestorben jetzt, aus irgendeinem Grund. Ha, auch nicht schlecht. Das war neu. Also jedes Mal, muss ich vielleicht kurz erklären, wenn ich einen Gegner töte, immer, dann erscheint unten so eine kleine Slotmaschine. Und wenn die dreimal das gleiche hat, passiert was Gutes. Und jetzt hätten wir dreimal Bar. Und scheinbar sterben dann einfach alle sofort oder sowas in der Art. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Why not?
Bei blutigen Kettensägen muss ich einfach sofort an Resident Evil 4 denken. Und noch dazu diese Hüttenoptik, ne? Das hat tatsächlich was von Resident Evil 4, das alles. Nur die Leute sehen nicht so aus, aber ansonsten... Ich habe nämlich gerade gedacht, vielleicht ist das sogar Absicht, vielleicht ist das so eine Referenz quasi. Nicht abwegig, finde ich. Aber damit ich persönlich das jetzt wirklich als Referenz werten würde, fehlt mir noch so dieses eine eindeutige Easter Egg. Mal schauen, ob das noch kommt. Ja, der Turbo-Modus kommt jetzt gerade ungünstig. Aber hier dieser Friedhof und neben der Hütte und die Leute haben Äxte und Kettensägen, ne, das ist schon... Das ist schon Resident Evil 4. Gleich kommen zwei Schwestern, genau, da, auf sowas würde ich noch warten. Dann besteht kein Zweifel mehr, finde ich. Oder ein El-Gigante plötzlich. Moment, wie mache ich gleich nochmal Wrestling Moves? Ich hab's vergessen. Ah ja, genau, doch. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt schnell speichern und dann geht's auch schon zum nächsten Boss. Ah, Schatzkiste. Hätte ich fast übersehen. Überraschend sauber, die Toilette an sich. Die Umgebung eklig. Ich habe jetzt so ein ekliges, kaputtes Gammelklo erwartet. Aber das steht mitten in der Prärie in so einer alten, gammeligen Holzhütte. Alles voller Dreck und Schimmel. Steht ein wunderbar sauberes, tolles Klo mit sauber Klopapier und allem. Nice. Die haben halt doch noch hygienische Standards hier. Im Resident Evil 4 Parodieland. Jetzt nehme ich mal wieder das andere Schwert, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein bisschen langsamer. Ich glaube, ich habe jetzt so die schnelle Turboklinge und so die mittelschnelle, etwas schwerere Klinge. Ich freue mich schon auf die Heavy-Klinge. Das wird meine Lieblingsklinge, glaube ich. Mit unserer Cyberbrille. Ja, das ist so Resident Evil 4. Jetzt, oder? Das ist schon... Also das könnte ein Screenshot aus Resident Evil 4 sein. Oder Kater? Sitzt da oben und starrt mich an. Genau, Resident Evil 4. Nein, nein, Kater, jetzt... Echt jetzt nicht. Bosskampf und so. Komm, Kater, bitte. 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 Sei doch jetzt nicht so nervig. Geh von den Kabeln weg. Ich glaube, der will absichtlich das LAN-Kabel rausziehen jetzt gerade. Okay, Zombie-Kinder. Auch noch. Ich habe auch auf den Bürgermeister gewartet und Ada Wong. Time for a little pro bono ghost busting. Au! Ja.
Durch die Wand durch! What's happening? Ich sehe nur Glitches. Matt Helms, war das schon? War es das schon? Ich dachte, da kommt noch was, weil oben im oberen Stockwerk doch noch irgendwas Kleines rumgelaufen ist. Well, that was gross. What? What's a kid doing here? Genau das meinte ich. What's that? Creepy. This is the problem with fighting the supernatural. You cannot kill someone who's already dead. Creepy. Already dead. Okay. Are you on the pipe? Ada, genau, stimmt. 30 years ago, that child was abandoned, left to die in this house. As the story goes, he made a pact with the devil with his final breath. Revived through the dark. Hi, Mr. Hawkeye. Freut mich, dass du noch vorbeischaust. Suffering and hate. All assassins have fucked up somehow, or we wouldn't be in this profession. Nothing surprises me anymore. Now you are ranked 24th. Still a ways to go until the top. You are not getting tired? Huh. I haven't even broken a sweat. Why don't you bring me a real challenge? You've got it. Matt Helms. Erledigt. Wie viel muss ich dir eigentlich zahlen, damit du für immer diese Frisur behältst? Hm. Auch privat oder nur in den Streams? It's only ruins. But when night falls, you can hear a woman's tragic scream. A cry so chilling that birds go mad, caking the ocean surface with their dead bodies, drowning themselves to escape her cry. Not all of the island's prisoners have been moved. You don't have to believe me. You can believe what you want. Also so eine Art Sirene kommt jetzt oder sowas. Immer. Travis, it's me. I have set up your next battle. Check out the map and go when you please. Oh, and by the way, until you crack the top 10, you are responsible for all travel expenses. The association can pay for everyone with the price of gas and all. You got it? Hold up, I'm shelling out all this cash and you can't spring for bus fare? I'm busy, got to go. Don't hang up on me. Oh. So, haben wir jetzt hier ein neues... Ah ja, da unten, was ist... Aber, nee, warte mal, da steht jetzt der Football. Ist das immer eins verzögert oder so? Hm. Schade, dass ich mir den nicht genauer anschauen kann, das Regal, Mensch. So sieht man's gut, aber halt auch nur kurz. Perfect. Na gut, dann gehe ich jetzt speichern. Oh, wir haben jetzt hier einen Durchgangsvorhang. Hä, ich dachte, den hätte ich schon viel früher mal gefunden. Ich verstehe nicht, wie die Upgrades in diesem Spiel funktionieren.
Ah, guck mal, das ist auch nett. Man sieht ganz kurz, wenn wir uns hinsetzen, oben an der Wand so ein Trauerfoto von unserem alten Meister aus dem ersten Teil. Da, nett. Nettes Detail. Hier drin sind mir überhaupt schon einige nette Details aufgefallen. Die ganzen Masken in der Sammlung. Zum Beispiel die Figuren. Ich weiß auch nicht, warum da ein Marienbild auf seinem Bett steht, aber von mir aus. Perfect. Das Wrestler-Kuschelkissen finde ich immer noch am besten. Naja gut, war ich schon speichern? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gehen wir nochmal speichern, vorsichtshalber. Man kann nie oft genug speichern. Und dann machen wir leider für heute schon wieder Schluss. Aber das hat echt Spaß gemacht, finde ich. War ein cooler Stream mit einem coolen Spiel. Hat echt Bock gemacht. Und ich freue mich schon echt auf Freitag um 19 Uhr. Da geht es nämlich wieder weiter mit No More Heroes 2. Und ich bin echt schon gespannt auf die Minispiele, die uns noch erwarten und die Bosse, die uns noch erwarten. Das Spiel ist irgendwie schnell und knackig und abgedreht und ein Highlight nach dem anderen. Ein irrer Bosskampf mit einer total bescheuerten Exekutionsszene nach der anderen. Das gefällt mir echt gut. Das ist ziemlich cool. Das ist wirklich so die destillierte Quintessenz des ersten. Schön verpackt nochmal. Alles besser gemacht als der Vorgänger. Ein super Spiel. Und umso mehr freue ich mich wirklich auf den dritten. Weil nach dem Spin-Off, muss ich echt sagen, war meine Vorfreude ein bisschen gedämpft. Weil dieser Spin-Off ist eher so mittelmäßig gewesen. Aber der zweite Teil ist schon super gut. Naja, genau. Freitag, 19 Uhr, machen wir dann hier weiter. Nicht Donnerstag, Freitag. Bis dann. Gute Nacht. Ciao. Ja, Mr. Hawker, ich weiß, blödes Timing, aber hilft nichts. Am Freitag geht's eine Stunde länger, vielleicht klappt's da. Also, gute Nacht.